und schwupp und schwenk und schwapp übers Deck und hinab. Wuhu! Und tschüss. So, der stirbt. Und der natürlich auch. Komm schon. Was? Oh, das gibt's doch nicht. Ich hab das fast getroffen. Hallo, hundertprozentig. Stirb. Boah, die kommen mal da von hinten hier. Kann ich auch mal hier ganz fett am... Und ihr stirbt. Ja. Oh. Gegnerische Crew töten und die Flagge des feindlichen Schiffs vernichten. Und nach oben, würde ich sagen. So. Weg damit. Da geht's wieder nach unten. Ich will aber nach oben. So, auf zur Flagge. Ja, das ist unsere Crew in Sicherheit. Komm schon, Kenway. Mach mal was Gescheites. Ist es eine Crew, ist in Todesgefahr? Vielleicht kriegt es nicht hin, diese dumme Flagge zu holen. Hallo? Kenway? Hallo? Ich weiß ja, dass du unfähig bist, aber man muss das ja nicht jedes Mal demonstrieren. Ich muss schon sagen, unsere Flagge sieht schon recht geil aus von hier. Jeha! Bah! Wie wir es einfach mal können. Hallöchen. Willkommen bei Keck 100 Metall. Oh, geil. In Flotte aufnehmen machen wir mal. Flup. Hey. So. Und weiter geht's. Was ist das hier eigentlich? Irgendeine geheime Ecke, die ich nicht rein darf? So. Wenn natürlich geheim ist und wir dürfen da nicht rein, was machen wir dann natürlich? Ja, genau, es geht natürlich voll keiner rein. Ist eher, liegt eher auf unserem Weg, von daher. Warnung, Sperrgebiet. Was ist das hier? So. Was für ein Level bist du? Level 17. So, wunderschön. Und volle Kanne rein, los. Natürlich werden wir sie rahmen, das ist ja der Plan gewesen. Flup. Flup. Und go. Und schwupps. Boing. Boing. Erstes Schiff besiegt. Ah, hat uns noch eins gesehen. Oh mein Gott, das hat er sein Schiff gesehen. Es ist Stufe 1. Ich habe solche Angst. Moment. Miep, 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 miep. Wir werden auf sie treffen, Sir. Ja, ja, ich weiß. So, so viel zu dem Schiff. Ein Wrack mehr. Und wir gehen zurück zu unserem Schiff. Was kommt da an? Nichts, ich kann es nicht erkennen. Na, okay, dann haben wir wenigstens gleich noch ein Schiff besiegt. Und noch ein bisschen Beute gemacht. Hoffentlich ist ein bisschen Metall dabei. Wir brauchen unbedingt Metall.
zum Aufbessern unserer ganzen... So, zwei haben wir... Ne, einen haben wir besiegt, ne? Oh. Komm her! So, und jetzt rüber mit uns. So, komm her. Oh, gibt's ja nicht. Wo kommen die denn alle mal her? Vor allem, ich krieg auch keinen von den Toten, ne? Die alle sind, die stehen hier. Edward springt von Mann zu Mann und kriegt keinen auf. Endlich! Oh. So, wir kämpfen uns die Treppe herunter. Aua, ist da weh. So, stopp. Oh, ich krieg aber hier gar nichts hin. Das gibt's gar nicht. Na also, stirb einfach. Boah, Alter. Alles, diese Steuerung auf dem Schiff müssen sie auf jeden Fall noch verbessern. Da habe ich schon besser ausgesehen. So. Aber ich will jetzt nichts gegen das Spiel sagen. Ah, mal ganz kurz anders hingesetzt. Ein Stückchen genommen. Holz und Stoff bekommen. Was hat sich gereimt? Und den Bekanntheitsgrad verringert. Kommt mit oder sterbt. So. Vorsegel setzt. Und wir setzen den Kurs auf das nächste Ziel. Müssen wir hin? Da? Da liegt doch... Moment, stopp, nein, halt. Da liegt doch diese Kiste hier ganz in Nähe. Dann gehen wir zum Blauwal hier. Dahin. Und dann machen wir über diese Andreasinsel einen Abstecher darüber und sind dann da. Und da haben wir ganz viel Zeug mitgenommen und begeben uns zur nächsten Mission. Dann können wir gleich, bevor wir uns zu einer Mission gehen, können wir dann mal gucken. Oh, was ist das denn? Eine Level 17 Brick. Kommt drauf an, ob die noch da sind, wenn wir dann fertig sind hier. Ah, haben schon ein geiles Schiffchen jetzt mittlerweile, ne? Ich sehe bloß das Geld nicht. Es würde mich freuen, wenn ich öfters mal mein Geld sehen könnte. Aber okay. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich mache ja für jede Folge extra ein Thumbnail. Ich muss ja schon sagen, dass es manchmal sehr schwer ist, bei Assassin's Creed ein vernünftiges Thumbnail zu machen. Weil, wirklich, wenn wir uns das mal angucken, den Bildschirm gerade, es ist ja nicht viel freie Fläche. Wenn man da ein Thumbnail schießen will, das ist schon schwer manchmal. Muss schon immer viele Dinge rausschneiden oder verziehen oder so, damit das Thumbnail dann zustande kommt. Unkart hier, 4 von 46 Drohnen. Okay. Weiter geht's. Aber woher weiß der überhaupt, dass die Drohnen sich auf dieser Insel befinden? Ich meine... Er hat ja noch nie diese Gegend hier gesehen, wo er will also wissen, dass da eine Truhe liegt. So, Moment. Flup. Und wir gehen jetzt zum Wal. Bullenhai. Genau den. Genau den wollen wir ja. Ne, Bullenhai war nicht so eine Weißhai. Aber auch nicht schlimm. Aber bevor wir das machen, gehe ich dann in die Quartiere und tue nochmal mein Boot aufrüsten, mein kleines. Weil das werden wir für sowas auf jeden Fall brauchen. So, 100 Meter davor. Kurzer Stopp. Und öffnen. Na dann, rüsten wir nochmal unser Schiffchen auf. Kaufen. Jackdaw Upgrades. Wir gehen runter zu Lager für Harpunen. Tun wir noch einmal aufrüsten. Jawohl. Oh, schon fertig, oder wie? Ach, das haben wir schon...
Voraussetzung Harpune Stufe 3. Okay, aber sonst haben wir alles aufgerüstet. Okay. Frachtraum. Kann ich noch ein letztes Mal aufrüsten? Mach ich. Bestätigen. Lager für... Warte mal, ich will Mannschaftsquartiere einmal gucken. Ja, okay, das kostet ja fast gar nichts. Deswegen hole ich mir die Mannschaftsquartiere mal ganz kurz. Gleich nochmal. So. Achso, ist schon voll aufgerüstet. Ja, okay. Lager für Feuerfässer brauche ich noch nicht. Lager für schwere Kugeln habe ich noch nie im Bedrängnis eigentlich so. Taucher gegen Stärke der Feuerfässer, Stärke. Das, ich könnte mir, ich kann ja mal Tätere und Tätetü. Breitseitenkanonen, wie weit dauert denn das noch? 4000 Real, 300 davon, das heißt, wir brauchen beiden noch ein bisschen was, okay. Oh ja, also es ist unser abgesehen von Stufe 3 Plan Harpun, haben wir vollständig aufgerüstete Harpun. Das ist ja schon mal was, ne? Ist ja schon mal was, dude. So, dann machen wir hier Harpun jetzt hier. Oh, krasser Move. Krasser Move. Ich will das. So, und mit Harpunieren beginnen. Findet die Harpun los. So, ein bisschen Freizeitsport hier. Oh lala. Die Haken, sonst schlüpft er uns auf. Und los, komm, komm. Komm. Mach dich nur müde. Stirb. Stirb. Schmeckt ihm nicht, ha? Stirb. Hab ihn. Bist du weit? Also, was für diesen okay. Aber war's das schon? Oh, das war's schon. Ah, na gut, unsere Harpunen sind natürlich jetzt auch wesentlich stärker geworden, ne? Ein echtes Monster! Oh, sogar das Blut strömt da noch runter von dem Hai, ey, krass. Gut gemacht, Captain. So, Bullenhaut, Haut und Knochen haben wir. Jetzt gehen wir jetzt zur Tauchstation. Ah, da haben wir ja schon. Fundstücke, alles gefunden. Enthält ein Blamfeld ab, haben wir schon gemacht. Okay, gut, dann... es gibt's hier. Moment. Noch ein Bullenhai. Na, dann gehen wir mal direkt zu den Andreasinseln, ne? Wenn wir das Frack schon haben. Dann ist das ja nicht mehr wichtig. Ach so, gelbe Orte haben wir. Also, ich glaube, das haben wir letztes Mal festgestellt. So, was ist das da drüben? Oh, das ist auf jeden Fall was, was wir uns holen. Eine Level 23 kann man gut abfracken. Weil für Mission möchte ich wirklich nur noch ein Level 3, 36er Schiff nehmen. So, komm her, Süßes. Ich greife schon mal von hinten an. So, in die Segel macht glaube ich mehr Schaden. Ich sehe es nicht. Beeilen uns schon, Sir. Wir werden sie. Bam! So. So, noch einmal draufhauen und nochmal draufhauen. Und flupp. Okay, und nochmal drauf. Immer schön hinter dem Schiff bleiben, das macht den... das war's ja schon. Flup, 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 flup. So, na Wunder, oh, nicht das Frack ran. Und go! Oh, jetzt gibt's ja wieder einen epischen Schiffskampf. Hui, freut mich. Epischer Schiffskampf. Und wie wir genau daneben anhalten, wunderbar. Da war doch hinten. Ihr seid alle tote Männer. Okay, und rüber. Oh, das war eins meiner Crewmitglieder. So, stirb.
mit der Faust drauf. Wo ist noch einer? Bam! Oh, ist der nicht. Und gute Nacht. So, los, komm, hier, da, Bitch. Und geht's weiter? Flagge des feindlichen Schiffs einnehmen, mache ich natürlich. Hallo? Ich wollte eigentlich hoch. Dann halt nicht, dann tue ich ja noch ein paar von denen besiegen. So, gute Nacht. Ich kann ehrlich sagen, dass die Doppelangriffsszenen mir hier in diesem Spiel ein bisschen zu wenig vorkommen. Mal so als Kritik.